unterwegs mit dem Moskau M3 und das Ganze natürlich heute mal mit dem Akkutest. Das heißt, Stufe 6 ist eingelegt und das wird auch nicht rausgenommen, bis das Akku leer ist. Wir fahren heute in Stufe 6 dieses wunderbare Bike und schauen mal, wie lange der Akku durchhält. Ich bin so 110 Kilogramm schwer und habe noch einen Rucksack, der wiegt noch weitere 5 bis 6 Kilogramm, muss man ein bisschen mit dazu addieren. Warum nicht? Aber trotzdem muss das Fahrrad natürlich Leistung bringen und wir werden sehen, wo es uns heute hinführt und natürlich auch, wie lange der Akku hält. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und damit die Tour auch relativ authentisch wird, werden wir natürlich durch den Wald fahren. Wir werden Fahrradwege nutzen, wir werden Straßen nutzen, wir werden Feldwege nutzen. Alles, was uns sozusagen zum Ziel führt. Ich fahre direkt zur Arbeit und zurück am heutigen Tage und bin gespannt, ob mich das Mountainbike in Stufe 6 auch noch nach Hause bringt. Und selbst wenn es dann natürlich aufhört zu arbeiten mit dem Akku, kann man das natürlich auch noch ohne Akku fahren. Wird natürlich dann ein bisschen anstrengender, aber nach Hause kommt man auf alle Fälle. Aber wir wollen nur Gutes hoffen und deswegen schauen wir mal, wie lange wir hier sozusagen fahren können in Stufe 6 mit dem NCM Moskau M3. So, die ersten 5 Kilometer haben wir geschafft. Akku ist noch komplett voll. Da gibt es noch keinen Balken, der weichen möchte. Ist ja auch verständlich. Ist auch ein neues Fahrrad. Läuft. Ist angenehm, auch mal an der Stufe 6 hier hochzufahren, sonst fahre ich immer an der Stufe 2 oder 3, damit sich die Füße noch ein bisschen anstrengen. Aber heute mal Stufe 6, das merkst du fast überhaupt nicht. Es ist einfach grandios. Kommen wir zu einer Strecke, die ich unwahrscheinlich gerne mag. Hier ist zwar eine Hauptstraße, die ist auch sehr stark befahren, aber dieser Radweg, der ist einfach wunderbar. Linke Seite geht sozusagen in den Wald, rechte Seite auch und jetzt kommen Felder und man hat so ein bisschen den Horizont mit den Wolken. Es ist einfach eine schöne Aussicht, die man hier beim Fahrradfahren genießen kann. Und ich mag diesen Radweg. Der ist relativ lang, so aktuell vielleicht 4-5 Kilometer, bis es dann auf die nächste Etappe geht. Aber hier kann man besonders abends viel sehen. Gerade hier auf der Wiese sind dann immer Rehe und Füchse und viele andere Tiere. Macht Spaß, hier lang zu fahren. Aktueller Zwischenstand 222 Kilometer. Was bedeutet, dass wir jetzt 20 Kilometer gefahren sind und 20 Kilometer heißt, das Akku ist noch auf der Anzeige komplett voll. Vielleicht ist es ja nachher so ein Akku, dass dann ab der Hälfte ganz schnell nach unten geht. Wir werden das sehen. Dafür ist die Tour heute da, um das auszuprobieren. Aber ich habe auch gewechselt von der Straße wieder direkt in den Wald. Das, was geht, machen wir natürlich im Gelände. Und im Gelände macht natürlich dann die Stufe 6 auch richtig Spaß. Wenn du gerade so eine sandigen Wege hast, dann bist du mit der 6 Stufe natürlich ideal bedient. Die trägt dich komplett durch den Sand und es macht einfach immer mehr Spaß, im Wald zu fahren als auf der Straße mit diesem Fahrrad. Das ist einfach fürs Gelände gemacht. Leider geht natürlich nicht alles. Wenn man jetzt ein Ziel hat, was in der Stadt liegt, kannst du natürlich nicht jetzt komplett irgendwo immer nur durch den Wald fahren. Du musst Fahrradwege benutzen, du musst Straßen benutzen. Aber wenn es geht, dann fährt man hier durch den Wald. Und das macht auch riesigen Spaß und richtig Laune. Ja, siehst du, schon wieder zu Ende der Waldweg. Jetzt geht es wieder in Richtung Straße und natürlich auf einen Fahrradweg. Und dann müssen wir halt das Stück hier direkt auf einen Fahrradweg fahren. Was natürlich jetzt wieder mehr Geschwindigkeit bedeutet, denn durch die glatte Strecke ist natürlich die Geschwindigkeit auch höher und der Akku wird ein bisschen geschont, weil du natürlich besser rollen kannst. Es ist ein bunter Mix zwischen Wald, Straße und Fahrradweg. Mal wird zügig, mal nicht. Und ich bin gespannt, was nachher am Ende bei rauskommt, hier bei dem Akkutest vom NCM Moskau M3. Jetzt kommen wir so langsam in die Stadt und man sieht Berufsverkehr. Und da hast du natürlich einen riesengroßen Vorteil mit dem Fahrrad. Ich mag es nicht, also ich mag keinen Berufsverkehr. Weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad. Wer mag das schon? Aber ich mag sowieso nicht so die Stadt mit dem Mountainbike erklimmen. Das ist nicht so meine Welle. Ich fahre lieber 1-2 Stunden durch den Wald und setze mich dann ins Auto, weil
wie gesagt, durch die Stadt fahren ist nicht so mein Ding. Also aktuell 25 Kilometer gefahren. Den zweiten Balken von der Akkuanzeige hat es erwischt. Der ist jetzt mittlerweile auf 3/4, also ein bisschen haben wir noch. 25 Kilometer, zwei Balken von der Akkuanzeige. Bin der Meinung, in Stufe 6, das ist okay. Wenn ich euch schon mal auf die Reise mitnehme, gibt es natürlich auch noch ein bisschen Kultur. Und zwar ist das hier sozusagen der neue Markt der Landeshauptstadt Potsdam. Viele Touristen sind im Sommer hier unterwegs und es gibt natürlich auch eine unwahrscheinlich schöne Kirche zu besichtigen. Das lohnt sich. Da oben kann man raufgehen und kann sozusagen die Landeshauptstadt von oben betrachten. Hier wird mal wieder gebaut und hier ist das alte Stadtschloss wieder aufgebaut worden. Also wer Potsdam mal besuchen sollte, darf natürlich diese Sehenswürdigkeit nicht verpassen. Und damit es nicht so langweilig wird, zeige ich euch natürlich zwischendurch ein paar Zwischenziele. Wir sind jetzt sozusagen Halbzeit in Potsdam angekommen und ich habe noch ein bisschen Reserve auf der Batterie. Also wir haben jetzt im Hintergrund erstmal hier das Brandenburger Tor. Das ist sozusagen ein kleines Wahrzeichen von Potsdam, zusammen natürlich mit meinem Fahrrad und einer wunderbaren Fontäne. Wenn man sich jetzt irgendwie abkühlen möchte, hätte man hier reinhüpfen können. Es ist natürlich immer noch etwas zu kühl, um wirklich baden zu gehen. Aber das Wahrzeichen der Landeshauptstadt Potsdam, Brandenburger Tor, müsstet ihr mal gesehen haben. Damit habt ihr es jetzt gesehen. Aktuell auf der Batterieanzeige zwei Anzeigen weniger. Und ihr seht schon, 233,5, also 30 Kilometer haben wir mittlerweile runter. Und der Akkustand sieht noch richtig gut aus und alles im Modus 6. Also ich war weder unten noch oben mit der Anzeige. Modus 6 ist immer noch aktiv und ich bin wohlgemut, dass ich hier sozusagen auch wieder nach Hause komme. Werden wir es sehen. Wir ziehen jetzt erstmal weiter. Eben war ich noch gut gelaunt, weil er noch 3/4 voll war, der Akku. Jetzt ist der nächste Balken quasi weg. Das heißt, wir haben von insgesamt 9 Balken jetzt noch 6 und immer noch gute Laune. Jetzt fahren wir mal in Richtung Sanssouci und gucken uns mal das Schloss an. Leider Gottes dürfen wir nicht mit dem Fahrrad direkt bis zum Schloss fahren, aber wenigstens davor. Und deswegen gucken wir uns mal eins der schönsten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt an, und zwar ist das der Park Sanssouci bzw. das Schloss Sanssouci. Und wir fahren schon direkt drauf zu, auf dieses Schloss. Es sind auch eine Menge Touristen noch da um die Uhrzeit, aber wir müssen erstmal absteigen. Mitten im Park Sanssouci sind wir jetzt gelandet und wir sehen natürlich nochmal ein Highlight. Direkt hier das Teehäuschen. Und es sieht wunderbar aus. Schön vergoldet. Man kann ja mal rumfahren. Ich gucke mal, ob ich rumfahren kann. Oder ob das ebenfalls verboten ist, hier mit dem Fahrrad lang zu fahren. Wir schauen es uns mal an. Das Teehaus im Park Sanssouci. Aber hier steht kein Schild. Also freie Fahrt für freundliche Fahrradfahrer. Und wir gucken mal. Schöne Bilder. Die Sonne geht unter. Das Teehaus hier in einem wunderbaren Glanz, goldene Figuren, und früher hat der König dieses Haus gebaut, um einfach mal Tee zu trinken, auch nicht schlecht. Komm, wir drehen mal eine Runde und dann fahren wir weiter. Zack, auf geht's in die nächste Runde durch den Park Sanssouci. Mit einer Geschwindigkeit von knapp 20 km/h. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Und schön ist es hier im Park. Ich fahre hier manchmal Fahrrad, wenn ich Mittagspause habe oder ein bisschen die Entspannung suche. Es ist eine ganz schöne Möglichkeit, etwas abzuschalten vom Alltag und sich hier mal so ein bisschen zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Und das ist einer meiner Lieblingsspots hier in der Landeshauptstadt. Das ist das neue Palais. Und hier ist natürlich unwahrscheinlich schön, mit der Drohne zu fliegen. Teilweise muss man Genehmigung anholen, teilweise ist es erlaubt. Von anderen Standorten wiederum nicht. Aber dieses neue Palais ist natürlich ein Kultbau, der einfach mal seinesgleichen sucht. Unwahrscheinlich schön, unwahrscheinlich gut gestaltet, herrlich. Und hier gucken wir gleich mal, dass wir noch mal auf den Akku schauen.
mittlerweile 236 Kilometer auf dem Tacho. Jetzt geht es auf eine richtig schöne Strecke in Richtung Schloss Sanssouci von hinten. Aber was hier natürlich im Park immer noch gemacht wurde, sind natürlich Gärten und Gewächshäuser. Da fahren wir jetzt gerade vorbei. Und es ist eigentlich ein schöner Punkt, mit dem man hier sozusagen den Abend beschließen kann. Außer dieses Kopfsteinpflaster. Es ist einfach grausam. Ich werde mal gucken, dass ich hier direkt mal auf den Weg komme. Weil ansonsten, mit diesem Kopfsteinpflaster ist nicht zu spaßen. Besonders, wenn man einen harten Sattel hat. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber sonst ist der Park natürlich richtig super. Gerade so ein bisschen am Abend ideal zu genießen, weil nicht mehr so viele Menschen da sind. So viele Touristen und so viele Autofahrer. Und wenn man sich jetzt mal diese Terrassen hier anschaut, ich fahre mal drauf zu und schaut euch einfach mal an, was das sozusagen für eine schöne Baukultur ist. Hier diese Terrassen, eine herrliche Geschichte und immer wieder gut zu besuchen. Und das ist alles hier im Park Sanssouci zu begutachten. Wir gehen natürlich weiter, denn jetzt kommen noch ein paar andere Highlights, die man sich natürlich sehr gerne anschauen kann. Und es kommt sogar wieder ein kleiner Berg. Freut mich natürlich, denn mit der sechsten Stufe macht jeder kleine Berg richtig Spaß. So. Warum Geländer, wenn man an der Seite vorbeifahren kann? Geht natürlich auch. Juppie, yeah. Ja, viele Jogger sind hier ebenfalls natürlich unterwegs. Ist eine schöne Strecke zum Joggen. Man hat Kultur, man hat einen guten Ausblick und kann relaxen im alten Park von Sanssouci. Und das, was ihr jetzt schon mal seht, ist die alte historische Mühle. Das ist eine Windmühle und die befindet sich natürlich ebenfalls hier in dem Park. Funktioniert nicht mehr, glaube ich, so richtig. Also ich habe die noch nie wedeln sehen. Vielleicht geht sie jetzt wieder, vielleicht nicht. Ich kann es nicht sagen. Auf alle Fälle vom Bau her einzigartig und richtig super. Und so langsam geht es auf die Rücktour. Was bedeutet, wir haben noch einen halben Akku, sind bei 239,2 Kilometern Gesamtstand, was ungefähr 35 Kilometer entspricht, die wir jetzt gefahren sind. Aber wir sehen das natürlich nachher noch mal in der Auswertung. Und frohe Gemuts. Jetzt haben wir noch ungefähr 26, 27 Kilometer vor uns, bis es dann wieder heißt, wir sind zu Hause. Und wenn das E-Bike diese Kilometer schafft, bin ich glücklich. Auch noch ein schöner Hotspot von Potsdam, das ist die Dampferanlegestelle. Hier kann man schön essen und kann natürlich auch mit dem Dampfer umherfahren. Und jetzt ist natürlich was passiert, was ich irgendwie nicht verstehe. Und bei der Anzeige war die Anzeige kurz mal auf 2 Balken und jetzt ist sie wieder zurück auf 3. Also so langsam schwindet der Akku und geht weit unter 50%. Wir haben noch 25 Kilometer bis nach Hause. Wir gucken mal, ob wir es schaffen. Es ist gerade passiert, ab jetzt ist jeder gefahrene Meter ein Geschenk. Der letzte Balken hat sich gerade angekündigt. Jetzt kommt wieder Balken 2. Wenn ich bremse, wenn ich fahre, geht es natürlich nicht hier aufzunehmen. Also der letzte Balken hat sich gerade angekündigt und wir haben noch knapp 15 Kilometer. Wir schauen mal. Ein fantastischer Sonnenuntergang, immer noch so ein bisschen auf Tour, viel haben wir nicht mehr. Ich sage noch nicht den Kilometerstand, der Balken blinkt,
Der letzte ist öfter mal weg, dann wieder da. Noch unterstützt er mich, aber diesen Sonnenuntergang wollte ich euch nicht vorenthalten. Ein schöner Tag geht zu Ende. Es ist passiert, die Unterstützung hat nachgelassen und wir sind jetzt bei Kilometer 257,6. Mal gucken, ob es sich spiegelt. Jetzt 257,6. Also haben wir knapp 53 Kilometer geschafft mit der Stufe 6 durchgängig weg am E-Bike, am MCM Moskau M3. Und das ist doch schon mal eine Leistung, also 53 Kilometer nur mit Stufe 6. Da kommst du schon mal zur Arbeit und zurück, wenn du es weit hast. Oder halt, wenn du dir einen guten Tag einplanst, bist du dann ebenfalls mit diesem sechsten Modus richtig gut am Start. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt in meine Kommentare, wie es euch gefallen hat. Gleichzeitig natürlich, was ihr so mit eurem E-Bike macht, ob ihr auch eine gute Reichweite habt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Damit sehr gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke winke.